Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Jo, also wir haben ein folgendes Problemchen. Ich musste alles löschen, sonst hätte es nicht geklappt. Folglich müssen wir ein ganz neues Spiel anfangen und ich hoffe, dann funktioniert es jetzt. Wir haben es zwischendurch einmal kurz ausprobiert gehabt, da kam er drauf. Er hat sich gefreut wie ein kleines Schulmädchen, dass er endlich wieder mit dem Flugzeug abstürzen durfte. Da hat er schon fast ein bisschen Ja, Pipi in den Augen stehen gehabt. aber nur fast. Ich behaupte das jetzt einfach mal, ich habe es ja natürlich nicht gesehen. So, hast du schon den Development Alpha Build? Nee. Wie nee? Jetzt? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? Nein. Jetzt? Bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich habe gesagt, das war ein Glückstreffer vorher, oder? Warum sagst du das? Jetzt? Nein. Jetzt? Jetzt. Ah, okay, also erst wenn ich das Spiel gestartet habe, geht es bei dir weiter. Das ist witzig. Na komm, dann genießen wir jetzt wenigstens den Flugabsturz, wenn wir so lange drauf warten mussten. Ach ja. Schöner Film übrigens, Necklace, kann ich nur empfehlen. IMDb gibt da auch 4 Sterne von 5. Oh weh, oh weh, wir sind abgestürzt. Aua, mir tut das Bein weh. Oh ja, oh, welch ist dieser fremdartig gekleidete Mensch dort neben dem blutverschmierten Eingeborenen? Alles Kooperationsarbeiten. Erstmal hier kurz ein bisschen Lippenstift auflegen. Ich Damit hoffe, die ich hab Lippen. keinen Hunger mehr. Ey, friss mir nicht alles weg. So, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir wieder an eine ähnliche Stelle kommen und die ähnliche Bauweise wieder aufleben lassen wollen, ne? Nur mit weniger Brücken. N nur Habe mit ich mehr Brücken, gehört. ja, genau, so hatte ich das auch im Kopf. Oh, mein erster Stick. Oh, dein Mein erster erster Stick. Koffer. Oh, ist das schön. Ich will auch einen ersten Koffer haben. Meine erste Oh. Blutvergiftung. Ey, cool, guck mal, mein erster Tennisball. Au. Hat sie es gerade ernsthaft platsch gemacht? Ja. Oh, nicht schlecht. Blub. Ich habe versucht, den Tennisball übers Wasser ein paar Mal dötschen zu lassen. Hat nicht geklappt. Falscher Winkel. Im Tennisball, ernsthaft? Oh, mein erster Stein. Oh, mein erster kanadischer Koffer. Und meine Upsa. erste Medizin. Glaube ich halt. Mein erster Lappen, also jetzt Stofflappen. Du bist ja schon die ganze Zeit immer dabei gewesen. So, Okay, ich dachte. wo sollen wir hin? Also ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam los. Ich würde immer sagen, wir orientieren uns erst da. Ja, wir sind am Teich. Na, wo am Teich? Wie Ja, am hier ist Teich? ein Teich. Ja, aber es ist. Wir laufen einfach mal hier lang. Ach, guck mal, hier ist der Stein. Ist Ich da weiß ein genau, Typ? wo wir lang müssen. Oh, mein erst. Oh. Ach ja, ich vergaß. Was vergaßt du? Den Hasenkopf. Ach, du hast direkt einen Hasenkopf mitgenommen. Ja. Eigentlich kann ich den ja fallen lassen. Ich habe auch einen Hasenkopf mit. Der wird in Nicht, der oder Hand. was? Wird jetzt im Inventar eigentlich angezeigt? Ah, wir sind auf der anderen Seite. Gehen wir schnell zum Strand, oder? Können wir machen? Nehmen wir einen Stock. Also ich habe hier schon mal einen Kochtopf gefunden. Und Alkohol. Und einen total unterdimensionierten
Anker. Du bist beim Zelt. Ja. Schlimm? Ich meine, ich hätte jetzt auch noch eine weitere Idee. Hab noch ein Kaninchen. Ich hab eine Idee, Patrick. Ja. Warum kann ich nicht laufen? Weiß ich nicht. Oh oh. Schön, ich liebe Forest. Wie wär's denn, wenn wir hier im Prinzip. Wir haben das letzte Mal haben wir ja im See gebaut, ne? Ja. Wir könnten das gleiche Spielchen natürlich auch an der Küste machen. Da kann ich jetzt wieder nicht laufen, hallo? Können wir machen, ja. Das heißt, wir laufen die Küste jetzt mal ab und gucken nach einer schönen Stelle. Oder wäre die... Hier sind die Laufwege wahrscheinlich einfach zu weit, oder? Mit Laufzeit wird's gehen. Gibt's ja nicht, warum kann ich... Jetzt geht's wieder. Ja, aber hier ist halt erstmal so eine lange Landzunge, bis überhaupt was kommt. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter nach rechts rüber. Also da, wo du langläufst. Bitte? Ja, stecke ich auf die Yacht. Und, oh, hier sind drei tote Haie. Oh, cool, kannst du einen Haikopf mitnehmen. Schade. Oh. Oh, Schildkröten. Ah ja, die machen da gerade erstmal lustig Parade. Wenn ich jetzt einen Strandschlag gemacht, Platsch. Ja. Ich habe einen Schildkrötenkopf in der Hand. Kann ich das weglegen? Okay, ja. Ja, dann liegt's auf dem Boden. Ah, jetzt habe ich es in der Tasche? Nee. Sehr merkwürdig. Also kann ich jetzt nicht mehr sprinten? Ja, hatte ich auch. Ich glaube, Strand kann man nicht so dauerhaft. Okay. Glaube ich halt, ich weiß nicht. Okay, einen Haikopf kannst du ohne weiteres abmontieren. Nach der Jagd. Okay. Ja, vielleicht sollten wir, bevor wir auf die Jagd gehen, vielleicht erstmal damit anfangen, dass wir das erste Häuschen anfangen. Weil was Jagd? Jagd? Ach, auf der... Okay. Hast du was Schönes gefunden? Wir haben ein Seil. Ein Seil? Ja. Milchkarton, Zeitschriften, Foto. Also alles das, was man ganz dringend braucht. Ja, ein Seil brauchst du für die Steinaxt. Ach so. So wird natürlich jetzt hier die Möglichkeit, das Dingelchen zu bauen. Wir hatten doch schon mal irgendwo so angefangen. Ja, aber das war irgendwo, wo wir runtergegangen sind. Weißt du, wo ich einmal so verdreht war? Ja, das war aber auch an so einer ähnlichen Küste hier. Ja, aber das war weiter hinten noch. Glaube ich. Da war unten so eine Landzunge. Ja. Mit dem Boot. Ja, ich erinnere mich. Wir könnten ja auch mal wieder auf der anderen Insel bauen, Tatsache, ne? Beim Schneegebiet. Ja. Theoretisch schon. Laufen wir gerade in die richtige Richtung oder eher davon weg? Wir müssen doch eigentlich bald da sein, oder? Ja, wir sind auf der anderen Seite der Insel. Ja, wir haben ja umrunden die schon eine ganze Weile jetzt hier. Auch noch ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht die ganze erste Folge lang nur doof rumrennen. Und dann feststellt, oh, es ist Nacht und wir haben noch nichts geschafft. Das wäre irgendwie ein bisschen da ist übrigens die Landzunge.
Hier hat man gebaut, genau. Wäre eigentlich auch nochmal eine Idee. Hier willst du da jetzt bauen, aber nicht. Sag was. Entscheid du diesmal. Hier bei der Landzunge oder drüben im ich Neuen? Ich habe das letzte Mal schon entschieden und das war für manche Leute nicht so gut. Also sage ich nichts mehr. Achso, du meinst die da am See, das Ding? Ja. Und angeblich sollen sie jetzt wieder nicht ins Wasser können. Na, wer das glaubt, der ist aber auch selbst schuld. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch gerade keine Münze hier zur Hand, weil ich würde beides ganz gerne machen. Hier ist halt auch schon irgendwie so eine coole Sache, weil man hier dieses schöne große Ding da unten hat. Man kann hier wunderbar so kleine Brücken runterbauen. Kleine Brücken, Patrick. Egal. Ja, du kannst doch Ela fragen, was sie dazu sagt. Oder was sie... Ela, Schneebiom oder hier? Ela sagt Schnee. Okay. Das heißt, für Einsprüche und Beschwerden bitte an Ela richten. Kann ich mir schon einen Sack bauen? Ne, man braucht zwei Rabbit Fur, ne? Oh, shit. Danke für die Erinnerung. Ich hab gute unsichtbare Beeren. Oh, lecker. Die hätte ich auch gerne. Tue ich jetzt in meinen Sack. Oh, hier ist eine Hütte. Mit ein paar Seilen, sehr schön, die nehme ich direkt mal mit. Ja, dann kannst, macht ihr auch gleich die Steinaxt. Oh ja, eine Tolé-Stern-Axt, das ist ein sehr tolles Gegenstand. Gegenstand sämtlicher Baum... Ach, hier ist das große Tor. Nö, hier ist erstmal ein Eingeborener. Hier ist ein großes Tor. Soll ich kommen? Ja, wäre vielleicht mal ganz nett von dir. Mit dem Stockbock zu besten, das sind zwei. Au. Die Steinaxt macht übrigens so gut wie keinen Schaden. Normal sollte sie stärker sein. Ich habe den dreimal gehauen und einmal, wo er auf dem Boden war, und das steht immer noch. Also Entschuldigung. Da ist dann aber ganz gewaltig was schief gegangen. Was? Ich bin mein Katana. Hast du platt gekriegt? Nee, alleine wollte ich nicht. Nee, weiße Bären, cool. Ah, hier war der Safe Spot. Hier unten dann. Mhm. Da sind wir also gleich drüben. So, ich sehe schon den Berg. Na, da hüpfe ich nicht runter. Jetzt sind wir gleich wieder an unserem Spot, wo wir gebaut haben, ne? Ja. Oh. Ich bin eine Ziege. Ja. Du riechst ich vielleicht kann... wie eine Ziege. Ja. Nee, ich bin gerade eine Steinwand runtergegangen. Oh, ein Eichhörnchen. Platsch. Dem Eichhörnchen kann man gar nicht den Kopf abtrennen. Oh, fuck, kann man doch. Ist ja eklig. Warum? Guck, da steht nichts. Das kann niemals da sein, wo wir gebaut haben. Das sieht total anders aus jetzt irgendwie, ne? Wir müssen noch ein bisschen weiter rauf, aber ja. Wir müssen ein bisschen weiter rauf. Nein, hier war's. Hier meine ich ja. Hier ging die Brücke rüber. Boah, wie trist und grau das da hinten einfach alles ist. Ohne unser schönes Haus. Einmal und ist nicht mehr. Mir kommen jetzt fast ein bisschen die Tränen, also. Ja, mir auch. Aber wenigstens viel Chicory. Schon allein das ist ein Grund hier eigentlich zu bleiben, aber wir wollen ja in Schnee. Im Schnee wächst bestimmt auch viel Chicory. Lecker Beeren. Du sollst nicht fressen, du sollst laufen. Fresse nicht, ich nehme sie. Gut, dann mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Sikow.